Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead Season 2. Ich bin der Baume und in der letzten Folge war die Frage, jetzt wo wir das Auto wieder zum Laufen gebracht haben, was tun wir damit? Wo fahren wir hin? Wo ist es sicher für das Kind? Ich bin ja Kennys Meinung, dass es ab in den Norden geht und das mit den Russentypen. Was machen wir eigentlich mit dem? Keine Ahnung. Neither. There could be a herd out there. You want that child's blood on your hands, Mike? We're all gonna die out here if you don't calm the fuck down, Kenny. Haven't we been through enough for one day? Jesus fucking Christ. Remember the last time we had a working car and sat around on our asses, Clem? I'm going inside. God damn it! You can't just walk away from us. Eine Nacht, Kenny. Eine Nacht. You better talk some sense into him. Wer sagt denn, dass er unvernünftig ist? Wer sagt denn, dass er unvernünftig ist? Was ist denn eigentlich mit euch los? Wieso wollt ihr wieder dorthin zurück, wovon wir vorher geflüchtet sind? Wir sind aus dem Süden abgehauen, weil wir es dort nicht ausgehalten haben. Jetzt wollen wir dort mit dem Kind zurück und Kenny Finger da nicht dran rum. Dammit! Stupid fucking... Get the fuck out of here! It's me! Clem! Sorry, just... Give me a second. Ah! Dieses Geräusch! Close the door. Can you believe this, Clem? I bring them a working truck, and they act like I just shit in their cereal. I knew Jane would have a stick up her ass, but I thought at least Mike would have more sense. He's turned out to be a real disappointment. Ganz ehrlich. I don't understand them either. I know, Clem. Look, we got maybe a day's worth of food for that kid left. That's it. Clem, think about Rebecca and Alvin. I mean, what if Lee hadn't gone tearing across half of Georgia looking for you? A lot of folks died to make that happen. A lot of folks died to get us this far. We owe it to them to see this done. This is different. How? Where are we gonna find baby formula? I don't know, but sitting around here ain't a way. I wish Lee was here. What you think he'd say? I think he'd tell me to try to keep the group together. And that we should keep moving. I think you're right. We can't just give up on this kid. I mean, what's the point of going on after that? That's what people like Lee knew, and what people like Jane won't ever understand. Look, I know Wellington might be bullshit, but where there's smoke, there's fire. Krista heard about it too, right? You know, when I first saw you back at that lodge, thought I was dreaming. And when you sat down next to me and we shared that meal, well, I could tell that you were different now, grown up. I felt pride, a pride I hadn't felt in a long time. But I need you now, Clem. There have to be folks doing better than us. It's the only chance that child has. Something has to be out here. We'll find it, Kenny. I knew I could count on you, Clem. Yeah, Kenny. Ich will... Look, we'll figure everything out in the morning. ...das mit dir durchziehen. Das habe ich von Anfang an gesagt, dass ich auf Kennys Seite bleibe. Und es ist kein Bullshit, was er erzählt. Das ist kein Schwachsinn. Das ist... Er spricht da einen Punkt an. Es gab einen Grund, dass wir überhaupt den Weg eingeschlagen haben. Und jetzt wollen wir wieder zurück. Was ist das? Versucht da etwa jemand seine Stricke zu zerreißen? Es kommt von draußen? Der Wind, das Stromkabel, der Stecker, der da hängt. Wo kommt der überhaupt her? Wie? Wollen die jetzt mit dem Auto abhauen? Ich glaube, ich kacke einen Ziegelstein. Wehe!
Ist das Arvo und der... Nee, vergiss es. Ihr klaut uns nicht das Auto. Don't move. Arvo zielt auf mich. Easy now. Step back. Clem. Shit. What are you doing? Du enttäuschst. I got the rest of it. Clem. Aha, ihr wollt euch also verpissen. We're just leaving. Ich hab Kenny gerade davon überzeugen können, dass wir nicht ohne euch aufbrechen. Now keep it down, alright? Hätte ich wohl besser nicht machen sollen. Nobody else has to get involved. That's everything we have. Listen, we just gotta get away from that guy, Clem. Okay? Who? Kenny? Ich werde für Kenny kämpfen. Ich werde für Kenny töten. We don't have time for this. Come on, Mike. Let's just go. All right, Clem. Ich lasse euch nicht mit unserer einzigen Möglichkeit abhauen, hier wegzukommen. Walk up to you nice and slow, and you're gonna give me the gun, okay? And then we'll talk. Kenny! Jane! Help! They're robbing us! No! Ich sage, ich vertraue dem nicht. Schnappt den euch! Schnappt euch den Penner! Mike, we have to go! Just leave her! Ist das Lee? Fuck, jetzt. Lee? Leute, macht keinen Scheiß. It's just a bad dream, sweet pea. Oh, fick dich. Das glaube ich nicht. What was it about? Duck? Nein, viel schlimmer. We don't know how this works yet. Maybe it's like a cold. His mom's a doctor. Maybe she can help him. It's not like a cold. Das ist doch hier ein Traum. It's probably not. Was? Ich kann das nicht glauben. Nein. I feel bad. Why? I called him a crybaby when I hid the bug in his pillow. Oh, that's okay, honey. You didn't mean it. Lee? Hmm? Why did Lily do that to Doug? I don't know. She was sad, Clem. That can make people angry sometimes. Have you ever been that angry? One time. Krass, ich hab so ein Déjà-vu gerade. Clem, people don't always make sense. How come? Because bad things happen to everyone. Ich habe das Gefühl, als hätte ich das Gespräch schon mal geführt. Nur von der anderen Seite. Genau das ist das gleiche Gespräch. Do you think we should have let Lily stay? I don't think so. I don't know. It wasn't easy. I don't know if we did the right thing. How can you tell? Well, it's not like math, Clem. Sometimes there just isn't the right answer. I hate math. Me too, sweet pea. But part of growing up is doing what's best for the people you care about.
Even if sometimes that means hurting someone else. I don't want to hurt anyone. It's not that easy. I'm scared, Lee. What can I tell you to make it better? That you won't leave me. Oh, I wouldn't do that. I promise. Everything's gonna be all right. Ich kann nicht glauben, dass das jetzt hier echt sein soll. Well, let's try to get some sleep. Ich wach gleich wieder auf und bin wieder in dieser beschissenen Welt, in der wir vorher waren. Okay, Lee. Ich will nicht aufwachen. On the left! Slow down! Shut up! Wir haben es geschafft, wir haben das Auto. She's awake! Und jetzt sind wir wieder in dieser Scheißwelt. Hey, you. Clem! Oh, thank God! You passed out from the shock. What happened? That piece of shit Rusky shot you. We had to run the truck to keep you warm. How do you feel? It hurts. Couldn't find the bullet. Must have gone clean through. It'll burn a while, but you'll be fine. Those sons of bitches. I mean, I expected it from the Russian. But Mike? I could tell they were working on something. I didn't think they'd go that far. Yeah, well, who would steal our food and shoot a kid? He never should have thrown in with trash like that in the first place. I can't believe they did that. I don't think they knew what they were doing, except trying to get away. Yeah, well, they're gone now. Good fucking riddance. Now that Clem's awake, we should talk about where we're going. We're headed north. What, to find Wellington? You sure talk a lot of shit, but you got a better plan? We head south, back to House. Carver's camp? The fuck kind of plan is that? I think Bonnie said there was more formula back there. And we actually know where it is. Wellington's out Wellington. There. We have to keep looking, Jane. Ugh. Clem, you can't be falling for this. She made up her mind, Jane. Clem, please. This is suicide. What? Oh, ich brauche jetzt echt eine Pause. Der Traum war zu viel für mich. Das macht mich immer noch ganz fertig. Oh, der kurze Ausflug zu Lee. Und ich kann mich genau erinnern, dass wir das Gespräch, glaube ich, im ersten Teil geführt hatten. Und Lee hat genau das geantwortet, was ich geantwortet hatte in einem alten Spielstand. Und Clem hatte so komische Fragen. Und jetzt bin ich auf einmal in der Rolle von Clem und stelle genau die gleichen Fragen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Auf einmal sind die Rollen vertauscht, ja. Und irgendwie, das war zwar eine Situation da in dem Truck, wo gerade verdammt viel Scheiße passiert war, aber trotzdem, obwohl dort so viel Scheiße lief, Duck wurde gebissen. Die eine da, ich weiß den Namen nicht mehr, Anna oder so, die hat völlig freigedreht und wir haben die auf der Straße zurückgelassen. Die hat jemanden von uns erschossen. Da ist so viel Mist passiert, da ist so viel Scheiße passiert und trotzdem war das in dem Truck immer noch so viel schöner als das, was davor passiert ist. Mit diesem beschissenen Russen. Und dann wollen die uns das Auto klauen und wir wären dort. Die hätten uns zurückgelassen in dem Haus und wir wären dort erfroren und verhungert, wenn ich die anderen nicht gerufen hätte. Aus Angst vor Kenny, aber Kenny hat einen Punkt und ich bleib an seiner Seite, definitiv. Da muss was dran sein. An dieser scheiß Nordgeschichte. Und wenn wir es. Scheiß auf Wellington, Hauptsache wir finden irgendeine Stadt. Und in Häusern ist es warm. Irgendwie können wir es uns dort warm machen. Und dort haben wir nicht die Zombie-Probleme, die wir jetzt haben. Aber seht ihr, was passiert? Ja, je mehr man
je weniger Probleme man mit den Streunern und Walkern hat, desto mehr Probleme hat man mit den Menschen um sich herum. Es ist unglaublich. Es ist fast so, als wären die Menschen noch gefährlicher als diese ganzen Beißer. Oh, die Folge hat mich ganz schön mitgenommen. Leute. Leute. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Teepause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, das geht euch genauso an die Nieren wie mir, weil dazu ist das Spiel da. So, ich bin der Baume. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio. Lasst mir ein Like da oder schreibt was in die Kommentare. Ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause.